Niedrige Zinsen, gute Konjunkturlage, volle Auftragsbücher. Lange ging es der Baubranche bestens. Auch die Corona-Krise konnte ihr nichts anhaben. Doch der Bauboom könnte sich im kommenden Jahr deutlich abschwächen. Denn der Branche machen die hohen Kosten zu schaffen. Vor allem beim Wohnungsbau springen Investoren und Auftraggeber ab. Aber der Zentralverband Deutsches Baugewerbe geht, so wörtlich, nur von einer Delle in der Baukonjunktur aus. Noch hat Thorsten Bach viel zu tun. Seine Firma in Potsdam baut Dachgeschosse, Büros und Wohnungen aus. Lange Zeit lief das Geschäft gut, doch nun befürchtet er leere Auftragsbücher. Die Leute halten ihr Geld zusammen, wissen nicht, was kommt. Preislich bezogen, baue ich nicht. Wir warten erstmal ab, gucken, ob wir uns das leisten können und dann schauen wir weiter. Das heißt, also, es wird viel auf Eis gelegt, es wird viel zurückgehalten. Ob bei Wohnungen, Bürogebäuden oder Straßen, in allen Bereichen bricht die Baukonjunktur ein. Beim Umsatz rechnet die Branche im kommenden Jahr mit einem Minus von 7%. Wir haben Corona- und kriegsbedingt deutliche Materialpreissteigerungen. Die Bauzinsen haben sich verdreifacht. Und hinzu kommt die hohe Inflation. Das führt dazu, dass wir gerade im Wohnungsbau deutliche Rückschläge haben. Die Auftragseingänge sind sehr, sehr stark zurückgegangen. Das Vorhaben der Bundesregierung, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, werde dieses Jahr weit verfehlt. Auch der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur bleibe hinter den Zielen zurück. Vielen Kommunen fehle das Geld, um in Straßen oder Schulen zu investieren, kritisiert der Verband. Die Kommunen haben sowieso schon einen großen Investitionsstau, 150 Milliarden Rückstand in den kommunalen Investitionen. Hier muss der Bund, hier müssen die Länder den Kommunen gezielt helfen. Bauunternehmer Thorsten Bach aus Potsdam blickt skeptisch in die Zukunft, hofft aber, dass sich das Geschäft bald erholt.